was du tust, wenn das Desinfektionsmittel ausgeht, in diesem Video dranbleiben. Dieses Video ist randvoll mit relevanten Informationen für dich und deshalb solltest du unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn wer weiß, vielleicht sind diese Informationen ja für dich lebensnotwendig oder sie helfen dir dabei, entspannter durch die Krise zu gehen. Kommen wir zum Thema Desinfektionsmittel. Hier in meinem Studio desinfiziere ich regelmäßig Türklinken und alle möglichen Sachen, weil es ja immer mal wieder ganz unter normalen Bedingungen irgendwelche Grippewellen gibt. Es gibt Menschen, wo dann Magen-Darm-Grippe umgeht und ich bin da relativ selten von betroffen. Mein Immunsystem ist sehr gut, aber ich möchte natürlich nicht, dass meine Klienten sich bei anderen Klienten anstecken und so weiter und so fort. Und deswegen wird hier regelmäßig mit Desinfektionsmittel alles Mögliche gereinigt. Das heißt, ich habe einen ganz natürlichen Bedarf. Jetzt habe ich natürlich meinen gewissen Vorrat und habe mich auch vor der Krise nochmal extra schlauerweise ein bisschen eingedeckt. Habe aber jetzt festgestellt, als ich noch mal ein bisschen was nachkaufen wollte, dass es weder in den normalen Discountern oder Drogeriemärkten mittlerweile irgendwelche Alkohol-Wipes und sowas gibt oder Sprüh und dass es auch in den Apotheken nichts gibt. Das heißt, ich war in einer Apotheke, die war komplett ausverkauft und bin dann zu einer anderen Apotheke gegangen und diese Apotheke hat sozusagen auf die Frage, haben Sie noch Desinfektionsmittel, sehr seltsam reagiert, denn dieser Apotheker guckte nur hinter seinen Aufsteller und schob mir dann wie ein Drogendealer heimlich ein kleines Fläschchen unter die Nase. Dieses Fläschchen sah so aus, ich muss den Namen mal hier abdecken, damit wir hier niemanden irgendwie in die Pfanne hauen. Und dieses selbstgemachte Fläschchen bekam ich von dem Apotheker 100 Milliliter zum großen netten Preis von 8 Euro, also ganz schön teurer. Und was ist da drin? Ganz einfach, du kannst es hier lesen, wenn du es lesen kannst. Ich kann es dir aber sagen, es ist Isopropanol 70%. Wenn du also derzeit im Internet nach, ich möchte den Hersteller nicht einblenden, aber sozusagen nach der Handdesinfektionsmittel schauen würdest und würdest von diesem Hersteller ein 100 Milliliter Fläschchen versuchen zu ordern, dann würdest du damit unter aktuell bei Amazon 50 Euro für bezahlen für 100 Milliliter, reiner Wucher. Ebenfalls ist dieses kleine Fläschchen hier mit Isopropanol auch kein wirkliches Schnäppchen mit 8 Euro und ich möchte dir jetzt einfach mal einen Tipp geben, was du selber machen kannst. Du kannst dir nämlich Isopropanol, ein Alkohol, ganz einfach, nicht nur diesen Hersteller, alle möglichen Hersteller, ganz simpel, momentan noch bei Amazon bestellen. Das heißt, so ein Fläschchen hier kostet, glaube ich, 10 Euro oder 11 Euro in der Ecke. Und du kannst dir im Prinzip deine eigene Handdesinfektion ausmachen. Und das Rezept sieht folgenderweise aus. Um dir ein solches Fläschchen, immer Achtung, wichtig, du musst es deklarieren, im Prinzip, dass nicht irgendjemand einen Schluck daraus nimmt. Und das ist natürlich für Demo-Zwecke jetzt auch erstmal nur Wasser natürlich. Denn es gibt für die Aufbewahrung solcher Geschichten natürlich gewisse Vorschriften und du darfst natürlich nicht alles machen, bitte aufpassen dabei. Aber rein hypothetisch, wenn du es machen wollen würdest und dir 500 Milliliter Handdesinfektion selber machen wollen würdest, würdest du brauchen 350 Milliliter Isopropanol. Dann brauchst du noch 150 Milliliter destilliertes Wasser. Ja, so ein Kanister kostet irgendwie 90 Cent oder sowas. Wenn du möchtest, kannst du dann der Mischung noch ein kleines bisschen Glycerin beimischen, um so eine gewisse rückfettende Wirkung zu haben, weil der Alkohol zieht natürlich alle Flüssigkeit als Lösemittel aus deiner Haut raus, dann kriegst du sehr trockene Haut, also so ein bisschen Glycerin dazu. Solltest aber darauf achten, dass du ungefähr 5% Glycerin dazu tust, das heißt in dieser Mischung, um bei 70% zu bleiben, weil du musst 70% oder höher Isopropanol haben in dieser Mischung, habe ich so gemacht, dass ich im Prinzip von den 150 Milliliter destilliertes Wasser einfach nochmal sozusagen 25 Milliliter Glycerin reingetan habe und dann hat man eine ganz interessante Mischung. Das heißt, du kannst dir deine Handdesinfektion selber machen. Isopropanol gibt es auch bei Amazon noch in rauen Mengen, kannst du machen. Und selbst mit solchen 500 Millilitern kommst du wirklich weit, weit aus. Wie gesagt, ich könnte mir mit der einen Flasche nochmal eine Charge machen und da kannst du wirklich viel Hände desinfizieren, Flächen desinfizieren. Die Rezeptur bezieht sich auf ein Schreiben der Apothekenrundschau, das habe ich dir unten nochmal verlinkt, die sich wiederum auf die WHO beziehen. Es gibt noch andere Bestandteile, andere Alkohole, die man da reintun kann, Ethanol und sowas. Das hat aber andere Wirkungen, also für eine rein desinfizierende Wirkung reicht eine solche Lösung vollkommen aus. Das heißt, du brauchst keine Panik haben, dass es im Supermarkt kein Desinfektionsmittel mehr gibt. Du kannst es dir einfach selber machen. Isopropanol bestellen. Es gibt auch andere Rezepturen mit Ethanol, kannst du mal gucken, im Artikel ist es unten auch drin. Und machst dir einfach deine Desinfektion, deine Handdesinfektion selbst. Denn auch hier ist es so, dass das Robert-Koch-Institut zwar sagt, es ist nicht erforderlich, aber wenn du unterwegs bist und irgendwas zu essen kaufst oder sowas, dann kannst du dir natürlich nicht eben mal die Hände waschen und dann ist so eine Handdesinfektion relativ praktisch. Und alles, was du in diesem Fläschchen hast, kannst du natürlich in kleine Sprühfläschchen reintun, in deine Jacke tun und dir eben schnell die Hände absprühen und bist auf der sicheren Seite.
und gibst sozusagen den Virus nicht in deinen Körper weiter und gibst es natürlich auch nicht an Leute weiter, indem du was angefasst hast, was anderes anfasst, was wieder jemand anders anfasst und so weiter und so fort. Das heißt, keine Panik im Bereich Desinfektionsmittel. Aktuell ist es tatsächlich so, dass ich immer mehr Berichte bekomme von Physiotherapeuten, von Kollegen, Heilpraktikern, was auch immer, die darüber berichten, dass ihre Kunden, Klienten, Patienten ihr Desinfektionsmittel klauen. Und kürzlich wurde bereits in der Uniklinik Münster, wenn ich mich recht erinnere, eine gesamte Palette Desinfektionsmittel gekauft. Das Wichtige dabei ist, diese Menschen brauchen Desinfektionsmittel immer. Das heißt, im Krankenhaus muss natürlich der Arzt ganz unabhängig vom Coronavirus seine Hände desinfizieren. Und wenn ihr diesen Menschen Sachen klaut und am Markt vielleicht so ein paar Engpässe sind, dann sorgt das für ganz große Probleme. Das heißt, Krankenhäuser, Menschen, die in Heilberufen arbeiten, die brauchen definitiv Desinfektionsmittel. Die brauchen die dringender als du. Deswegen bitte klau den Kollegen nicht diese Mittelchen und bitte klau noch weniger in Krankenhäusern. In diesem Sinne, wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann gib ihm bitte einen Daumen hoch und bitte teil das Video. Denn die Situation mit Desinfektionsmitteln und Masken ist wirklich nicht erträglich. Das medizinische Personal wird förmlich überrannt, Sachen werden geklaut. Die Leute müssen einfach so ein paar wahre Informationen haben, wie es funktioniert. Deswegen teil das Ganze, notfalls Desinfektion. Kauf dir ein Liter Fläschchen Isopropanol oder was auch immer, mach dir die Sache selber zurecht. Mach dir die Hände sauber. Es gibt im Netz ganz viele andere Rezepte mit irgendwelchen ökologischen und Bio und irgendwas. Das mag funktionieren, das kann ich nicht beurteilen. Die Rezeptur, die ich dir hier beschrieben habe, ist vielleicht nicht die aller super duper gesündeste, aber es ist eine, die sozusagen von der WHO empfohlen wird und die von Klienten, ich darf die Berufsbeschreibung nicht so genau sagen, aber die in Krisengebieten und sowas unterwegs sind, die diese Notlösung tatsächlich kennen und auch im Feld einsetzen. Also nochmal, Daumen hoch für das Video, teil das Video, bleib hier auf dem Kanal, abonniere das Ganze, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, deinen Körper und dein ganzes System gesund zu halten, denn das ist noch viel, viel wichtiger, denn nur Menschen mit Vorerkrankungen und ich sag mal, ja, altersbedingten Schwächen werden stark befallen von diesem Virus, deswegen solltest du wie immer daran arbeiten, dass du gesund bist. Falls du Interesse hast, check mal unten hier mein kostenfreies Webinar zum Thema Methusalem-Code aus, denn da beschäftige ich mich genau mit diesen Dingen, wie du es schaffst, bis ins hohe Alter gesund und beschwerdefrei zu bleiben. Natürlich keine Allzweckwaffe gegen Coronavirus, aber gegen alle sozusagen Symptome und Vorerkrankungen, die beim Coronavirus nochmal zu einer deutlichen Verschärfung führen. Also in diesem Sinne, ich freue mich, dich in einem der nächsten Videos wiederzusehen. Bis dahin eine gute Zeit und danke, dass du dabei geblieben bist. Bis dann, Daniel. Ciao.